Schönen guten Morgen, Personal Trainer und Ernährungscoach Michael Blum. Heute mal was zum Thema Diät. Ziel von einigen ist es ja, jetzt im Sommer eine relativ gute oder ansprechende, naja, sagen wir mal Schwimmbadform zu erreichen. Der ein oder andere hat vielleicht auch eine Meisterschaft vor sich, einen Wettkampf. Ja, und da stellt sich natürlich häufig auch die Frage, wie komme ich da hin? So. Wir alle wissen, dass eine Ernährungsumstellung auch irgendwo mit einem Defizit verbunden ist. Ja? An Kalorien beispielsweise oder an Makronährstoffen. Man hat ja verschiedene Varianten und Möglichkeiten, die man da wählen kann. Letztendlich ist es so, dass ein Gramm Fett hat Pi mal Daumen 9 Kalorien. Ja? Also eher gesagt 9,3, aber wir rechnen mal mit 9 Kalorien. Das heißt, 10 Gramm Fett haben 90 Kalorien, 100 Gramm Fett haben 900 Kalorien und 1 Kilogramm Fett hat 9000 Kalorien. So, jetzt ist dann natürlich Wasser und alles mit bei. Also geht man circa von 7000 Kalorien aus, die irgendwo verbrannt werden müssen, um 1 Kilogramm Fett abzunehmen. Ich spreche von Fett, ja? So, viele Spezialisten gehen dann her, streichen einfach irgendwo in der Woche 3500 Kalorien weg, in der Hoffnung, okay, dann gehen 500 Gramm Körperfett verloren. Die Rechnung geht oftmals nicht auf, weil viele kleinere Faktoren einfach gar nicht mehr beachtet werden. Es ist nämlich mehr wie einfach nur so ein Zahlenspiel. Und das wäre ja einfach, dann könnte das jeder machen. Also dann könnte mein Job, könnte jeder machen, der sich so ein bisschen mit einer Hin- und Her-Rechnerei auskennt. Aber Gott sei Dank ist es nicht so, und das ist ja für mich das Glück, dass mich immer wieder viele Leute ansprechen. Ich habe alles probiert, ich habe keine Chance und ich bekomme sie dann trotzdem. Das ist natürlich, das ist das Schöne daran, ne? So, das ist aber abhängig von mehreren Faktoren. Ich kann es euch ganz kurz erklären. Ich will gar nicht zu tief ins Detail gehen. Zum einen, der Körper stellt sich auf die niedrigere Kalorienzufuhr ein. Das heißt, die stoffwechselaktiven Substanzen oder Hormone, Schilddrüsenhormone, die drosseln sich. Ja? Wenn ihr beispielsweise eine Baustelle habt, ja, und habt die ganze Zeit selbst Hand angelegt und gemacht und getan und auf einmal kommen irgendwelche, was weiß ich, Gastarbeiter und sagen zu euch, ich mach das für dich, ja, dann lehnst du dich zurück. So, und irgendwann ist es so, dass du denen natürlich auch ein gewisses Material an Brennstoff oder beziehungsweise Baustoffen, ne, Steine etc. liefern musst, damit die immer was zu bauen haben. Ja? Weil sonst sagt der Bauherr von denen, nur pass auf, wir haben nicht genug Steine, ihr könnt abhauen. Ja? Wir brauchen vielleicht noch 3 von euch. Und so ist es auch, wenn ihr die Kalorien reduziert. Also, ihr reduziert die Kalorien, automatisch der Körper reflektorisch aus verschiedenen Schutzmechanismen verbrennt er automatisch auch weniger. Ja? Das ist noch aus der Steinzeit das Prinzip. Damals war die Nahrung relativ knapp, also ist die Genetik daraufhin programmiert, Muskulatur abzubauen, weil die kostet Energie. Damals war die Energie knapp, ja. Und alles, was an Energie kommt, zu speichern. Und wir versuchen mit unserem Lifestyle, mit unserem Kult direkt entgegenwirkend unserer eigentlichen Genetik zu arbeiten. Das muss immer bewusst bleiben, ja. So, dann hat man das Problem, dass manche Kalorien, wie ich es eben erwähnt habe, speziell dann auch im Körperfett gespeichert werden. Trotz, dass man vielleicht die Kalorienzufuhr reduziert hat. Faktor 3, die Proteine sind ganz wichtig. Wenn ihr diätetisches Protein, sprich über die Nahrung, über Nahrungsergänzung, wie dem auch sei, zuführt, signalisiert ihr dem Körper, halt, das Muskeleiweiß bitte nicht angehen, also die Muskulatur schützen, nimm dir lieber das diätetisch zugeführte Eiweiß, teilweise schon hydrolysiert, vorverdaut oder schnell verfügbar, ist für den Körper dann immer eine gute Variante, auch die Muskulatur zu schützen. Punkt 4, der Hormonspiegel ändert sich ganz gravierend. Ja? Also das sind wirklich dann mehrere Sachen, die irgendwo halt damit reinspielen. Ja? Man kann über verschiedene Fette, über Proteine, über Kohlenhydrate kann man den Hormonspiegel deutlich und sehr gut beeinflussen. Ob das Zellulite ist, ob das irgendwelche Gewebeschwäche sind und. Also man kann da wirklich sehr, sehr viel
über die Ernährung rausholen. Ja? Punkt 5, der glykämische Index ist ganz entscheidend. Ja? Also einfach nur mit Reis oder mit irgendwelchen Sachen zu arbeiten, das ist ein Irrglaube. Das funktioniert nicht immer. Ja? Jeder Körper ist auch individuell ein bisschen verschieden. Das ist ganz klar. Der eine ist ein Ektomorph, der andere ist ein Mesomorph und. Also da gibt es wirklich viele Sachen, die man auch beachten muss. Also ihr seht schon, es ist doch ein bisschen komplexer, wie eigentlich wohl zuerst vermutet, dass es einfach nur ein Zahlenspiel ist, dass man Kalorien drosseln muss und. Der glykämische Index, wie gesagt, ganz entscheidend, weil wenn ihr schnell verfügbare Kohlenhydrate zuführt, verbrennt er die auch zuerst. Das heißt, er geht nicht direkt ans Fett. Das wäre, diese Fettaufspaltung ist für den Körper eigentlich mit viel Arbeit verbunden und das ist gar nicht gewollt. Das heißt, wenn ihr schnell verfügbare Kohlenhydrate zuführt, steigt der Insulinspiegel an, ja, und er bezieht seine Energie primär erstmal aus den Kohlenhydraten. Für euch der Nachteil, die körpereigene Hormonsynthese fällt etwas ab und ja, es wird halt etwas weniger Fett verbrannt, logischerweise, ja. Wenn ihr dem Körper sagt, hier hast du Kohlenhydrate, brauche halt nicht an die Fettaufspaltung zu gehen. Vor, nach dem Training logischerweise Kohlenhydrate immer sinnvoll. Aber so im Alltagsverlauf sollte man sie nach Möglichkeit etwas reduzieren. Natürlich, da ist es dann wieder so, dass man die Gesamtkalorien mit einbeziehen muss. Sollte man schon die ein oder andere Kohlenhydratzufuhr dem Körper mal gönnen, ja. Die Mahlzeitenhäufigkeit. Viele gehen her, essen entweder fast gar nichts, ja. Wenn ihr gar nichts esst, Leute, der Körper schüttet kontinuierlich Cortisol aus. Nachteil, Cortisolausschüttung ist das katabolste Hormon, welches es im Körper gibt. Für euch bedeutet das als Trainierende eine stark verminderte Testosteronproduktion. Was macht denn Testosteron? Testosteron hält den Stoffwechsel aufrecht. Was passiert, wenn der Stoffwechsel nicht mehr aufrecht ist? Er speichert. Er wird nicht auf Teufel komm raus versuchen, Körperfett loszuwerden. Um Gottes Willen. Nee. Also ihr seht, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Gar nicht so einfach. Viele sagen dann einfach nur, der Stoffwechsel ist festgefahren. Aber das ist es gar nicht oft. Ne? Oft liegt der Teufel im Detail. Und die Mahlzeitenhäufigkeit, wie gesagt, beeinflusst die Ausschüttung von Cortison und des Testosterons. Ja? Wenn der Körper eine Stresssituation hat, dass er hungern muss, extrem hungern muss, dann ist die Ausschüttung dieser Stresshormone deutlich erhöht. Folgedessen Testosteron im Keller. Ja? Also das sollte man versuchen irgendwo zu vermeiden. Klar, ist die Umstellungsphase immer ein bisschen schwierig, aber der Körper gewöhnt sich an alles. So, Zeitpunkt des Essens. Auch ein ganz elementarer Faktor. Zum Abend hin, die Kohlenhydrate sollte man nach Möglichkeit, wenn es nicht gerade vor oder nach dem Training ist, gänzlich eliminieren, weil je später der Tag, desto anfälliger oder desto höher ist die Insulinsensibilität. Insulinsensibilität heißt, es muss vermehrt Insulin ausgeschüttet werden, um die Kohlenhydrate entsprechend bearbeiten, speichern oder zur Energiegewinnung heranziehen zu können. Ja, das spielt natürlich dem Körperfett deutlich in die Karten. Wenn ihr Interesse habt, ich erstelle euch gerne einen individuellen Ernährungsplan, der auf euch maßgeschneidert ist. Mehr dazu hier unten eingeblendet unter www.2b-coached.de. Ihr könnt mich auch gerne anrufen, die Nummer ist ganz einfach 015 123 456 817. Ich hoffe, ich bin mir sicher, dass wenn ihr euch meldet, ich bekomme einen Topfer, damit er nicht abgehungert im Sommer aussieht und niedrigen Körperfettanteil habt und trotzdem noch bei bester und zumindest guter Laune seid. Ich verlasse mich auf euch und freue mich, was von euch zu hören. Danke, euer Michael Blum. Ciao.